Frau Petersen, Sie haben ja eine entscheidende Sache in die Wege geleitet, die Aufklärung über den Fall Johannes Kaas. Wichtige Sache, ja? Allerdings, was heißt in die Wege geleitet, das war allerdings nicht nur mein Verdienst, sondern auch eine Zuarbeit von freien Medien, wie man das so schön heute nennt, also von einem YouTuber, Clemens Kilic, der sich der Sache angenommen hatte und da einen Anruf getätigt hatte, einen sogenannten Prank-Anruf. Und diese Information hat er mir zugespielt und daraufhin habe ich eine schriftliche kleine Anfrage an den Hamburger Senat gestellt, um einfach anzufragen, wie steht es denn um das Staatsexamen von Johannes Kaas. Und dabei hatten wir dann herausgefunden, dass er anscheinend nicht nur geschummelt hat dabei, sondern es anscheinend gar nicht gemacht hatte. Daraufhin habe ich Herr Kaas aufgefordert in einem öffentlichen Video auf YouTube, auf meinem Kanal, dass er doch bitte dazu Stellung beziehen möchte und mal klarstellen möchte, wann und ob er das Staatsexamen überhaupt abgelegt hat. Daraufhin hat er nicht reagiert, außer dass er von allen Ämtern zurückgetreten ist. Ob es jetzt nur mein Verdienst ist, beziehungsweise warum Herr Kaas nicht reagiert hat, kann ich ihn nicht beantworten, das weiß ich nicht, da müsste man Herr Kaas fragen, aber er schweigt ja dazu, zumindest dazu. Was die AfD anbetrifft, da hat er ungern geschwiegen, also sein berühmtes Zitat, Hass macht hässlich. Er hat immer sehr, sehr gerne die AfD angegriffen und daher wundert es mich umso mehr, dass er in dieser Situation weiter schweigt. Schweigen kann man in dem Fall auch als Schuldeingeständnis werten und der Rücktritt von allen Ämtern und das Ende seiner politischen Laufbahn spricht ja auch Bände. Kann man ja sagen, dass hier das Zusammenspiel von freien Medien und AfD im Parlament mit dem Mittel der parlamentarischen Anfrage gut funktioniert hat? AfD wirkt, würde ich es kurz zusammenfassen. Allerdings die Begründung, die Herr Kaas angegeben hatte, weshalb er von den Ämtern zurückgetreten ist, war ja nicht unbedingt, dass es die Anfrage zu seinem Staatsexamen war. Sondern die Begründung, die er angegeben hatte, war ja, dass er nicht der Bundeswehrbeauftragte geworden ist. Also sprich von der menschlichen Logik her, er hat einen sehr guten Job, gibt diesen aber auf, weil er einen noch besseren nicht bekommt. Er scheint mir auch als, sag ich mal, ehemalige Arbeitnehmerin und erst jetzt Politikerin sehr unlogisch. Also daher schenke ich dem nicht viel Glaube, sondern glaube tatsächlich daran, dass wir dort mit den freien Medien und der parlamentarischen Zusammenarbeit es bewirkt haben, dass Herr Kaas da zurücktreten musste einfach, dass er nicht mehr tragbar war für die SPD. Hamburg ist ein schwieriges Pflaster, wird ja, glaube ich, mit einer Zweidrittelmehrheit von SPD und Grünen regiert. Wie ist da das Arbeiten der AfD im Parlament, in der Bürgerschaft in Hamburg? Also die Arbeit der Fraktion in Hamburg ist sehr gut. Wir schreiben sehr, sehr viel parlamentarische Arbeit. Wir machen sehr, sehr viel parlamentarische Arbeit. Allerdings wird die natürlich mit Vorliebe und wie Sie es bereits erwähnt haben, die haben die einfach die Zweidrittelmehrheit. Das ist ein Parlament, das eigentlich quasi nichts anderes macht, außer seine eigenen Regeln durchzudrücken. Weil sie haben nun mal die Mehrheit. Die brauchen nicht die Opposition. Das Einzige, was die Opposition dort machen kann, ist neben den guten Anträgen, die wir reinbringen, die selbstverständlich abgelehnt werden, einfach nochmal mit dem Finger drauf zeigen, damit der Bürger sieht, was macht eigentlich das Parlament? Wie regiert es? Wie trifft es Entscheidungen am Volk vorbei, dadurch, dass sich einfach die Mehrheit gesichert hat? Und wie werden Sie von den anderen Parteien behandelt? Sind Sie sozusagen als AfD persona non grata oder merkt man so langsam, dass jetzt auch so auch Gespräche auf den Fluren stattfinden und so ein bisschen auch Tuchfühlung stattfindet? Also im Parlament sind wir selbstverständlich weiterhin das rote Tuch, die blaue AfD. Und zwar werden tatsächlich sogar bereits auch vor laufender Kamera rassistische Äußerungen geäußert. Zum Beispiel in der letzten Sitzung vor der Herbstsitzungspause wurde ich von einem grünen Abgeordneten rassistisch angegriffen dafür, dass ich nicht gut genug die Aussprache verwende aus seiner Perspektive, weil ich bin nun mal nach Deutschland zugezogen vor 20 Jahren. Und es kann passieren, dass mir manche Begriffe noch schwer fallen. Das hat er eben kritisiert. Bevor ich mich halt mit Politik beschäftige, solle ich erstmal die deutsche Aussprache lernen. Und würde das ein AfD-Abgeordneter sagen, dann würde das wahrscheinlich morgen die ganze Welt gehört haben. Wenn es aber ein grüner Politiker sagt, dann ist das so in Ordnung.
weil es ja ein Guter sagt. Also wenn ein Guter etwas Böses tut, dann ist es gut. Aber wenn die AfD etwas Gutes tut, dann ist es böse, weil die AfD böse ist. So arbeitet das Hamburger Parlament. Da sieht man wieder, wie da mit zweierlei Maß gemessen wird. Da ist eigentlich eine Unverschämtheit, wie ein Grüner einer Russlanddeutschen, die fließend Deutsch spricht, vorwirft, lernen Sie doch erstmal gescheit die deutsche Sprache. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Also wie Sie sagen, ja, wenn es umgekehrt gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich Dauerthema in den Mainstream-Nachrichten geworden. Also ich sag mal, wenn ich so eine Äußerung getätigt hätte, wäre ich sicherlich politisch tot. Bei ihm hat es nicht mal eine Rüge gegeben. Also wir waren die Einzigen, die es bemängelt haben. Okay, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Arbeit in Hamburg, auf dass sich die Zweidrittelmehrheit bald nicht mehr ergibt. Ich danke Ihnen.